Nestle ist so der Hassverein schlechthin. Und wenn man essen geht und dann kommt San Pellegrino und Aquapanna auf den Tisch, dann möchte ich das nicht trinken. Dann trinke ich halt lieber Leitungswasser. Und die Thematik hatten wir jetzt schon öfter mit verschiedenen Freunden beim Essen gehen, dass ich immer gefragt habe beim Ordern, was für ein Wasser haben Sie? Und die meisten waren, ja, mein Gott, wenn wir jetzt das Wasser nicht trinken, na und, was ändert das? Und dann meinte ich, ja, aber wenn das jeder Mensch sagt, dann ändert es natürlich niemand. So, letztendlich haben wir dann tatsächlich auf Leitungswasser umgestellt und dann hat das der Nachbartisch mitbekommen und am Schluss war das halbe Restaurant irgendwie miteinander in der Diskussion, dass Aquapanna und San Pellegrino von Nestle ist. Die meisten wussten es gar nicht, die zwei, drei Tische, die es wussten, meinen, ey, voll gut, ganz ehrlich, wir haben uns nicht getraut, das abzubestellen, aber nein, das muss man machen. Und der Restaurantbesitzer hat jetzt zu anderen Wasser gegriffen. Da hat man schon, auch wenn es nur ein Restaurant jetzt war, aber man hat irgendwie was bewegt. Und wenn die Leute dann auch wieder irgendwie in die Gespräche gehen, dann ist es was, was auf jeden Fall schon mein einen kleinen Revoluzzer-Moment irgendwie, der war fruchtbar in dem Moment.